So, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Michael Edbrock, mein Name hier aus Südamerika. Heute sehr, sehr warm. Ihr seht ihr, hier scheint die Sonne. Es sind mittlerweile, glaube ich, 28 Grad. Könnt jetzt eigentlich gleich im Pool jumpen, ein bisschen schwimmen. Aber es geht jetzt heute nicht darum, sondern heute geht es darum, um Entscheidungen zu treffen. Okay? Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache im Leben, Entscheidungen zu treffen, dass sehr, sehr wenige Menschen können. Das ist leider sehr, sehr schade. Mir ist sehr, sehr oft aufgefallen, dass die Menschen wenig bis gar keine Entscheidungen treffen und deswegen wundern sie sich, warum sie nicht erfolgreich sind. Und ich sage euch mal eine Sache, liebe Leute. Im Leben kommt es auf die kleinen, kleinen Details an. Viele Menschen sagen, ja, okay, das ist jetzt eine Kleinigkeit, egal. Das ist eine Kleinigkeit, egal. Das ist ein Komma, egal. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber genau die kleinen Punkte machen das Große aus. Okay, wie zum Beispiel, jetzt, ich nehme mal ein kleines Beispiel, und zwar, wenn du jetzt auf die Straße gehst, okay, und du möchtest die Straße überqueren, manche Menschen wissen gar nicht mal, okay, soll ich jetzt rüberlaufen oder nicht? Und manche Menschen können nicht die Entscheidung treffen und die bleiben einfach auf der Straße stehen, weil sie gar nicht wissen, okay, soll ich jetzt laufen oder soll ich jetzt stehen bleiben? Manche Menschen, beziehungsweise sehr, sehr wenige Menschen, tendieren dazu einfach, klack, das macht bei denen klack und schon rennen sie rüber, ja, weil sie ganz genau wissen, ich schaffe das. Aber manche Menschen sind sich gar nicht sicher und ja, bleiben einfach stehen. Und so ist es auch im Business, so ist es auch beim Fußball, so ist es beim Tennis, Basketball oder wie auch immer. Egal, was du erreichen willst, manche Menschen, oder mir ist es auch eben aufgefallen, auch sehr, sehr viele Freunde von mir, die haben immer gezögert, ja, haben gesagt, ja, ich warte auf einen guten Moment, ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Moment ist, ah, ich weiß nicht, die Noten stimmen nicht, ah, viel zu viele Leute bewerben sich für diese Stelle, ja, und die Stelle ist jetzt gerade gar nicht frei und so weiter und so fort. Aber das ist genau der Fehler, denn wenn du nachdenkst und dass du sagst, okay, ich warte noch oder da ist noch was und da ist noch was, dann wirst du gar nichts in deinem Leben mehr erreichen. Treffe Entscheidungen. Und ich sage dir eine Sache, meine Auswanderung, meine erste Auswanderung war die beste Entscheidung meines Lebens. Wisst ihr warum? Weil ich da von meiner Komfortzone, ja, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, von der Komfortzone bin ich rein in die Wachstumszone. Und wisst ihr, da habe ich die neue Sprache gelernt, da habe ich einfach gelernt, wie Südamerika funktioniert. Da habe ich einfach alles neu entdeckt, okay? Das ist gigantisch, liebe Leute. Macht oder trifft die Entscheidung, macht diesen einen Schritt und glaubt mir, ihr werdet das nicht bereuen. Da könnt ihr mir glauben, ihr werdet dann wirklich froh sein und könnt sagen, hey, zum Glück habe ich damals diesen einen Schritt gemacht. Und viele, viele Leute, ich sag mal so, 95% der Menschen können einfach keine Entscheidungen treffen oder treffen wenige Entscheidungen, deswegen bleiben sie immer da auf der Strecke. Und deswegen sage ich euch, trefft sofort eine Entscheidung, sofort, schnelle Entscheidungen, okay? Da sind, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganzen reichen Menschen ansehe, die ganzen erfolgreichen Menschen, die haben sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Sie haben einfach schnell gehandelt und das ist der Punkt, warum sie erfolgreich wurden. Okay, das war's von meiner Seite aus, liebe Leute. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Hier aus Südamerika, es ist wirklich sehr, sehr warm. Es ist ein schönes Leben hier. Ich genieße es echt. Ich werde noch ein paar Eindrücke zeigen, wie die Stadt aussieht und so weiter. Ich werde natürlich weiter auswandern in den nächsten Monaten an den Strand. Aber das wird natürlich hier das große Highlight sein, werde ich euch natürlich hier darüber berichten. Und ich sage mal so, ich bin wirklich froh, diese Menschen kennengelernt zu haben im Internet, denn sie haben wirklich mein Leben bereichert. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage mal, vielen lieben Dank an Vladimir Galbo, vielen lieben Dank an Eugen, vielen Dank an Marc, vielen Dank an Mike. Ja, Mike, grüß dich aus der Karibik. Ich freue mich wirklich mit dir demnächst zusammenarbeiten zu dürfen. Also wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Viele liebe Grüße an mein Team. Ihr macht einen super Job. Und ich schicke euch ein bisschen mal Wärme rüber. Kommt, ein bisschen Wärme mal. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende hier im Michonne Network. Besucht meinen Blog www.emanuele-michonne.de. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder Live-Video später. Bis bald. Ciao, ciao.